Wir sind immer noch auf der EICMA, wir sind am Stand von Shoei und hier beim XSBR Pro, beim neuen Racing Helm. Ich meine, ich habe ihn euch ja schon auf unserem Zweitkanal vorgestellt. Das Video verlinke ich euch hier einmal, aber wir wollen uns auf jeden Fall einmal die ganzen Dekore anschauen. Ohne dass das Ganze Anspruch auf Vollständigkeit hat, sehen wir hier doch so einiges. Leider hinter Glas verschlossen, aber wir können ja mal daran lang gehen. Schwarz-matte Variante, das ist die, die ihr wahrscheinlich schon von uns kennt. Wir haben hier glänzend weiß, schwarz glänzend, also die standard-unifarbenen Varianten. Und hier geht es dann in die ganzen Dekore rein. Sehr schön und farblich sehr vielseitig. Im Übrigen, um das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der XSBR Pro und der NXR 2, ebenfalls ein sehr sportlicher Helm, das sind die beiden Modelle, die Shoei aktuell mit der ECE 2206 am Markt hat. Wenn ich hier jetzt einmal drüber steige, kann die Kamera folgen. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Dekore und hier auch die Dekore von Alex und Marc Marquez. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Und die genauen Details, die haben wir uns in dem anderen Video angeschaut. Das war eine kleine Übersicht der Farben von der EICMA. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und abonniert gerne den Kanal. Macht's gut. Ciao.